meine lieben Zuschauer. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Familie Lustig. Und stellt euch mal vor, das ist eine Geschichte, die hat mir meine Oma, als ich Kind war, mal erzählt. Und sie hat fest behauptet, dass sie wahr ist. Denn sie hätte sie selbst erlebt. Und die Geschichte beginnt so. In einem kleinen Haus lebte einmal Familie Lustig. Sie waren wirklich eine lustige Familie. Es gab Mama Lustig, Papa Lustig und Tochter Franzi. Die Familie Lustig, die spielten am liebsten mit ihrer Tochter Franzi. Aber wisst ihr was? Die Spiele waren manchmal ein bisschen wild und deshalb ging oft Papa Lustig nach seiner Arbeit gleich mit Franzi ins Kinderzimmer. Denn dort spielten sie dann manchmal Verbrecher und Diebe und manchmal auch Cowboy und Indianer und Polizisten. Aber wisst ihr was? Am allerliebsten spielten sie Tiere. Und das hatte etwas Besonderes auf sich. Denn jedes Mal, wenn sie sich in ein besonderes Tier verwandelten, dann veränderte sich ihr Körper zu einem Teil in den Tierkörper. Wenn ihr das hier auf dem Bild seht, dann haben sie mal Löwe gespielt und schon bekamen sie eine Löwenmähne. Oder sie spielten Affe, ja, dann wurde ihr Gesicht ein Affengesicht. Oder sie spielten Elefant, dann wuchs doch glatt ihre Nase zu einem Elefantenrüssel. Und beim Bären, da bekamen sie lustige Teddybärohren. Und beim Fuchs, ja, da wuchs ihnen ein Fuchsschwanz. Und guck mal, was bei der Katze war. Da bekamen sie, richtig, Katzenohren und Schnurrhaare. Und wenn sie Ziege spielten, dann schaut mal, ja, sie bekamen zwei Hörner. Aber das Wunderbare an diesem Spiel war, jedes Mal, wenn sie wieder aufhörten, dann verwandelten sie sich wieder in Papa Lustig und Franzi Lustig. Aber eines Tages, da hatten sie keine Lust, Tier zu spielen, und sie beschlossen, heute spielen wir Seeräuber. Und wenn man Seeräuber spielen will, dann braucht man natürlich ein richtiges Piratenschiff. Und das bauten sie im Elternschlafzimmer. Sie schoben die Betten so ein bisschen auseinander, dass ein Besenstiel dazwischen passte. Und ganz oben an die Spitze, da knoteten sie die Betttücher als Segel auf. Und schon war ein herrliches Piratenschiff fertig. Und schon begannen sie, hallo, wir sind die wichtigen Piraten, entert das nächste Schiff. Oh, aber in dem Augenblick, als sie im schönsten Spiel waren, da öffnete sich die Tür und Mama Lustig trat herein. Nein, sagte sie und schlug die Hände überm Kopf zusammen. Nein, das geht wirklich nicht. Das geht jetzt einfach zu weit. Ihr könnt nicht alles umräumen. Spielt bitte im Kinderzimmer. Naja, da mussten sie halt ihr wunderbares Seeräuberschiff wieder abbauen und alles wieder ordentlich herrichten. Aber weil sie an diesem Tag sowieso schon baden wollten, beschlossen sie, jetzt gehen wir in die Badewanne. Und sie wollten Pinguin spielen. Sie prusteten rauf und runter und immer wieder brrr, war das so lustig. Und das Wasser spritzte über die Badewanne hinweg und es schwamm schon das ganze Badezimmer. Und jedes Mal, wenn sie auftauchten, dann waren sie ein bisschen mehr Pinguin. Und beim x-ten Mal, da guckten sie sich an und waren von Kopf bis Fuß Pinguine geworden. Das fanden sie aber lustig. Sie schnäbelten sie sogar wie Pinguine. Aber irgendwann war das Spiel vorbei und sie hüpften aus der Badewanne. Oh weh. Jetzt passierte es leider nicht. Denn sie blieben Pinguine. Sie verwandelten sich nicht mehr in Papa Lustig und Dr. Franzi.
Da watschelten sie also ins Zimmer zu Mama Lustig. Die machte große Augen und dachte, was ist denn mit euch passiert? Warum habt ihr euch denn nicht wieder zurückverwandelt? Da nahm sie die beiden Pinguine und brachte sie zum Tierarzt. Der freundliche Tierarzt, der untersuchte sie und sagte, ach, Frau Lustig, die beiden sind wirklich absolut gesund. Aber sie sind richtige Pinguine. Zurückverwandeln? Nein, das kann ich leider nicht. Aber sorgen Sie dafür, dass Sie immer ausreichend Wasser haben und genug Fische. So musste Frau Lustig mit ihren beiden Pinguinen wieder nach Hause gehen. Aber wisst ihr, was das Ärgerliche war? Die Pinguine machten eine riesen Unordnung im Zimmer. Überall lagen jetzt die Fischgräten herum und mit ihren nassen Pinguinkörpern lagen sie auf den Sesseln und auf den Sofas. Außerdem war überall Wasserpfützen zu finden. Frau Lustig war sehr unglücklich, aber am allerunglücklichsten war sie, weil die Nachbarn immer wieder klingelten und klopften an der Haustür und brachten Eimer voll Fische. Das war ja ganz gut. Aber sie sagten auch, ach Frau Lustig, wir haben ja gehört, dass ihr Mann und ihre Tochter sich in Pinguine verwandelt haben. Ach bitte, bitte dürfen wir sie uns mal anschauen. Das fand Frau Lustig gar nicht nett. Und sie machte die Tür immer wieder den Nachbarn vor der Nase zu. Nicht, weil sie böse war, sondern weil sie sich so sehr schämte. Zum Glück war ja Herbst und sie konnte mit ihren beiden manchmal sogar ins Hallenbad gehen und schwamm mit ihnen um die Wette. Das war ganz gut. Aber dann kam endlich der Winter. Und er brachte den Schnee. Nun wollten Papa Lustig und Franzi nicht mehr im Haus bleiben. Den ganzen Tag von früh bis Abend tobten sie durch den Schnee und sprangen in den Wasserbottich. Aber Mama Lustig war sehr besorgt um sie und deshalb strickte sie ihnen Mützen und setzte ihnen sogar Schnabelschoner vor ihre Schnäbel und band ihnen einen Schal um den Hals. Denn sie hatte immer Angst, dass sie sich erkälten würden. Aber Pinguine, schwarz und weiß, kriegen niemals Schnupfen, können in dem Eis und im Schnee rumhupfen. Aber dann, was kommt nach dem Winter? Ihr wisst es, der Frühling. Und im Frühling wird es wärmer und immer wärmer. Und wenn der Sommer kommt, ist es für meine Pinguine zu heiß. Und sie konnten nichts mehr fressen. Und sie wurden ganz matt und schlaff. Und Frau Fröhlich fuhr wieder mit ihnen zum Tierpark. Und sagte zum Tierparkwächter, ich glaube, meine Pinguine müssen bei Ihnen den Sommer über bleiben. Aber der Tierparkwächter war gar kein freundlicher Mann. Und als er die Pinguine so schlapp da sah, da machte er ein finsteres Gesicht. Da dachte Frau Lustig, oh nein, ich glaube, der ist nicht nett zu meinen Pinguinen. Und was mache ich nur, wenn die anderen Pinguinen merken, dass sie gar keine richtigen Pinguine sind? Dann sind sie vielleicht auch nicht nett. Ich glaube, ich nehme sie lieber wieder nach Hause. Und so nahm sie ihre beiden Pinguine wieder mit nach Hause. Zwischendurch gab sie ihnen sogar mal ein Eis zu schlecken. Das schmeckte ihnen sogar noch besser als die Fische.
Aber als sie sie wieder zum Tierarzt brachten, da sagte der liebe Tierarzt: Es tut mir leid, Frau Lustig, ich kann Ihren beiden Pinguinen nicht helfen. Fahren Sie mit dem nächsten Ozeandampfer ans Südpolareis, wo Pinguine zu Hause sind. Ja, und so fuhr Frau Lustig mit ihren beiden Pinguinen ans Südpolareis. Sorgfältig packte sie auch noch all ihre Pelzmäntel ein und Schals und Mützen und Pelzschuhe. Die Pinguine fanden es sehr schön auf dem Südpolareis. Sie freundeten sich mit Eisbären an und mit den anderen Seehunden und sogar mit dem finsteren Seelöwen schlossen sie Freundschaft. Und sie hatten ausgiebig Fische zu fressen. Sie wurden wieder rund und munter und gesund. Nur Frau Lustig, oh nein, ihr ging es immer schlechter. Und obwohl sie alle warme Kleidung über sich angezogen hatte und in einem Iglo hauste, dachte sie, das überlebe ich nicht lange. Ich glaube, ich werde bald sterben. Aber da geschah etwas, was sie rettete. Denn eines Tages kam ein riesiger Seeadler von oben herabgeflogen und er wollte sich geradewegs auf Töchterchen Franzi stürzen und sie auffressen. Da erschraken Papa Lustig und Tochter Franzi so furchtbar. Sie flüchteten gerade noch zu Mama Lustig, aber es reichte nicht mehr, um im Schneehaus Schutz zu suchen. Aber vor lauter Schreck verwandelten sie sich plötzlich wieder in Papa Lustig und Tochter Franzi. Oh, meine Güte! Da freute sich Frau Lustig und küsste ihre beiden Mann und Tochter und Freudentränen rannen ihr aus den Augen und sie beschlossen, mit dem nächsten Ozeandampfer wieder nach Hause zu fahren. Und so schön es auch war, eine Zeit lang als Pinguine zu leben, Mensch sein ist doch besser. Und Frau Lustig, die beschloss im Stillen, nie wieder etwas gegen das Piratenspiel ihrer beiden zu haben. Denn schließlich nahm mit ihrem Verbot ja das ganze Unglück seinen Anfang. Und das war für heute meine letzte Geschichte in diesem Monat.